Moinsen, Moinsen, Moinsen! Besonders an dem Pedo, Mipa, Moinsen. Mipa, ich glaube, ich muss dir mal erklären, was Pedo ist, ne? Ein Pedo ist, wenn man ein erwachsener Mann ist und mit einem kleinen Mädchen zusammen ist, ne? Da sagen wir mal Lisa dazu, ne? Du warst ja mit Lisa zusammen, obwohl die nicht mal echt war, aber trotzdem hast du dich drauf eingelassen, ne? Da hat dich mal Richard mal richtig in den Popo, gefickt, ne? Mipa, es ist egal, du kannst so viele Lügengeschichten rausbringen, du kannst so viel labern, wie du willst, das auf dem Bild, was du da gepostet hast, bin ich auch nicht mal, ne, Mipalein? So, Mipa, wann verschwinden die Pickles bei dir auf der Fresse? Ich glaube niemals, ne, weil du Crystal Meth konsumierst und wenn ein Drogenjunkie Crystal Meth konsumiert, die wird man nicht los, die Pickles, ne? Ja, Mipa. Hey, Mipa! Mipa, wirklich? Du machst dich über ein Kind lustig, weil er mit einem kleinen Fehler reingeschrieben hat? Mipa, reiß dich mal bitte zusammen. Du lachst über Kinder. Du belachst die. Und dir folgen noch ein paar Leute, Digga. Die paar Leute, die dir noch folgen, die laufen auch noch weg, Mipalein. Ne? Dafür hast du selber gesorgt. Deine Nummer habe ich veröffentlicht. Bei mir im WhatsApp-App-Klo. Ja, weißt du warum? Weil du ein Video über RSX, über CPM und über mich gebracht hast, wo du uns sperren tust und hast zu allen gesagt, die sollen uns alle sperren. Selber schuld, Mipa. Du lachst, ne? Aber, Mipa, wir sind ja in Recht. Wir haben nicht angefangen zuerst. Du hast angefangen. Lasse uns in Ruhe. Ey Mipa, warum bist du so ein Hurensohn? Ey Mipa, egal was du laberst, Digga, bei dir kommt nur gelogene Scheiße raus, Digga. Bei dir kommt nur erfundene Scheiße, Digga. Versteck mal lieber deine Pickel, schmier die mal ein bisschen ein, Digga. Warum bist du so ein Hurensohn? Kommt war nix. Außer ekliges Gift. Bei der ersten Line sagte ich erst noch nein. Doch schon bald zog ich sie rein. Daheim muss ich sagen, war eh alles scheiße. Das war mit der Fick dich. Zu geil. Wie war ich? Wusste es auch nicht, dass du mir das willst, Digga. Was ist los mit dir? Oh, was ist los? Der fette Pickel. Hast du nur Bock zum Arbeiten, Digga? Ich bin selbstständig. Boah. Ey, Mipa. Macht dich Crystal Meth noch dicker oder warum bist du so dick, Digga? Normalerweise nimmt man von Drogen ab, aber du nimmst ja zu, Digga. Ist bei dir eine andere Umwandlung, glaube ich. Mipa. Komm, du hast die Scheiße selber angefangen, jetzt wird BR das beenden. Ne? Digga, du kannst deine Fresse so viel ins Kamera zeigen, wie du willst, ne? Aber deine Fresse passt nicht mal in die Kamera rein, Digga. Ich weiß, du hast kaum geschlafen, denn du sahst auf meinem Display einen Frauennamen. Ich wünschte, ich wäre niemals Millionär, denn ich geb ihr alles und sie will noch mehr. Frag mich, warum immer kriegst, wenn du... Hey Jenny! Wenn du bei mir vor der Tür wärst, ne, hätte ich dich gleich flachgelegt. Glaub mir mal. Du kleines dummes Ding. Was erzählst du hier für Lügengeschichten, du kleine Spinnerin? Du Allmann-Kind, Alter. Weißt du, wer eine Lachnummer ist? Du. Denn. Du könntest auch auf den anderen Accounts antworten, aber du hast den kleinsten ausgesucht. Immer auf die kleinen, nicht wahr? Atze, du sagst, du arbeitest mit CPM zusammen. Die größte Lüge, was du hier überhaupt hier rausbringen kannst. Ihr könnt nichts. Ihr könnt nicht bannen, ihr könnt nichts. Ihr könnt nur Leute beleidigen, belästigen. So genauso wie Bronzo, genauso wie eure Esel damals. Und genauso ziehst du jetzt die Scheißshow ab. Jura dies, Jura das. Wenn ihr Jura nicht anfassen würdet, dann würde ihr auch Jura nichts machen.
Wenn ihr nie solche Videos rausbringen würdet, dann würde Jura auch nichts machen. Atze, nochmal zum Treffpunkt. Wann bist du hier in Hamburg? Wann bist du auf meinem Treffpunkt, wo ich dir gesagt habe, wann bist du da? Wann darf ich mich freuen? Oder ziehst du die Eier ein? Atze, ich sag's dir einmal, ne, ich hasse die Leute, die Kinder anmachen. Die 14-jährige Kinder anmachen. Du bist 30. Eklig, Digga. Du bist ein ekliger Paket, Alter. Wo bist du hier rausgekrochen, Digga? Dich muss man bei Ultrase melden, damit tatsächlich da irgendwas passiert, Alter. Damit das tatsächlich zur Anzeige gebracht wird. Damit die Leute das aussagen werden, was du hier verantwortest, Digga. Ne? Arzelein, heute kommen noch Kommentare von Kev, von Mipa und von Skova. Da wirst du dich noch freuen, was die noch zu sagen haben. Viel Spaß beim Zuhören, Atze. Ne? Atze, wir werden dich immer jagen. Wir werden dich immer beleidigen. Weil in unseren Augen bist du ein Kinderanmacherei. Ne? Was du hier verübst. Tut mir leid, Atze, aber wir haben dich leider zu viert voll und ganz erwischt. Eure Küsschen, eure schatzige Schreiberei, was ihr da geschrieben habt, ne? Atze, das ist eklig. Du bist ein Puh, eklig, Digga. Und du sollst 30 sein. Puh, am Nacken. Dir muss man echt da unten abschneiden, damit du dann mit dem unten nicht denken kannst. Ey, ich sag dir mal so, Fetti, ne? Guck mal. Wenn du willst, glaub, was Atze dir erzählt, ne? Ich war eigentlich immer lieb und nett zu dir, ne? Ich hab dich nie gefickt, ich hab nie deinen Namen gebraucht, ne? Ich weiß nicht, was die dir da erzählt haben oder was die dir da eingetrichtert haben, ne? Bitteschön, zeig mich an. Ich warte nur, dass einer mich anzeigen wird, ne? Ich warte nur darauf. Und danach wissen wir, was am Ende rauskommt. Wie viele Zeugen dann aussagen werden und wie viele Zeugen er haben wird. Ne? Wollen wir mal gucken. Weil wir haben Zeugen. Mipa, Skova, Kev. Ich. Ne? Das sind unsere Zeugen. Wir haben auch geschriebene Material, wo Lina selbst gesagt hat, wie alt sie ist und dass sie zusammen mit Arzt ist. Ei. Das tut weh, ne? Danach hast du nicht gefragt, ne? Und jetzt sage ich dir mal eins, Nina. Du fettes Ding da, oder auch, was du auch hässliches Ding da bist. Keine Ahnung, Alter. Du hast nicht mal da geschafft bei Mipa. Jetzt bist du bei Atze gelandet. Viel Spaß. Lass dich von Atze verarschen, ne? Lass dich von Atze schön in den Arsch ficken, ne? Da du so glaubwürdig bist, was man dir auch alles erzählt tut, glaubst du ja auch alles, ne? Okay. Ne, kommen wir wieder mal zu diesem Namen fegen. Habe ich nie nötig. So eine Behinderte wie dich zu ficken? Ne, habe ich nicht nötig. Ne? Ach so, noch eins. Ne, habe ich auch was vergessen. Viel Spaß noch im Spiel, ne? Ach, das wird jetzt eine Jagd. Ihr werdet keine Ruhe mehr haben. Klapp mal. Und fuck you. Nicht ich. You. Du hast mir die ganze Scheiße hier angefangen hat zu schreiben. Geh mal zur Polizei, dann reiche ich mal die ganze geschriebene Scheiße hier. Was hier geschrieben wurde, ne? Ich bin immer lieb und nett, aber ihr schreibt mir immer solche Nachrichten, ihr kleine dummen Nutten, Alter. Geh zur Polizei. Geh. Aber vergiss nicht, dann dein Schreibe da zu zeigen. Du dummes Ding. Die CPSC informiert. Weder Mipa Custom Designs noch Atze, beide CPM-Spieler, sind pädophil. Wer das weiterhin behauptet, lügt schlicht und ergreifend. Die CPSC wird derartige Unterstellungen nicht tolerieren und die Nutzer an die Entwickler reporten, die das weiterhin wahrheitswidrig behaupten ohne fundierte Beweise. The CPSC informs, neither Mipa Custom Designs nor Atze. Both CPM players are pedophiles. Anyone who continues to claim that is lying outright. The CPSC will not tolerate such allegations and will report users to the developers who continue to falsely claim this without substantiated evidence.